Hallo Leute, willkommen zurück zum weiteren Let's Play von Diablo 3. Hallo! Und jetzt kriegt der kleine Verräterus voll auf die Mütze. Genau, aufs Maul. Weil er ist ein kleiner Verräterus. Der hat uns verarscht. Ah, das wollte ich gerade angreifen. Endlich kann ich mein Leben. Hast du noch genug Zeit? Die ganze Schöpfung wird vor meiner Macht erzittern. Was ist das? Ja. Wie konnte das geschehen? Die Seelen der toten Herrscher der Hölle wurden in diesen Stein eingeschlossen. Gebt eure Suche auf, Nephalem. Eure Verbündeten wollen euch nur manipulieren. Mit der Macht, die ich euch bieten kann, könnten wir gemeinsam über die gesamte Schöpfung herrschen. Ihr seid wahnsinnig cool. Ihr seid wahrlich ein Verräterus. Ja. Ach, leck mich. Das ist wirklich gut. Und da kriegst du mal einen Klops aufs Maul. Von einem dicken Klopsi. Ja. Nee, da ist ein Doppelding hinter mir. Wird's noch? Geh weg. Ach so, ja, das kann er auch. Habe ich vergessen zu sagen. Es gibt Schlimmeres. Der ist gleich schon weg. Ja, alle. Oh, ich bin in so einer Blase. Du bist verlangsamt. Ja, du Leuchtgesicht. Nicht mit uns, ne? Der hat nicht mal was Legendäres gedroppt, denn durch. Pisa. Mann, ey. So. Das ging schnell. Ja. War ja nicht anders zu erwarten. Ja. So. In diesem Stein befinden sich nun 5 Herrscher der Hölle. Adria, ihr müsst uns die ganze Wahrheit über den Stein sagen. Vor 20 Jahren, während der Finsternis in Tristram, hat mir Cain von Soltunkuls gottlosem Seelenstein erzählt. Deshalb hast du mich also verlassen, um die Seelen der Dämonen zu markieren, damit sie in Kults Gefäß gezogen werden konnten. Ja, dafür habe ich alles geopfert. Tja, da hat er auf die Schnauze bekommen. Ja, aber jetzt, wo ich sehe, hätten wir das eigentlich auch noch mit ins letzte Video packen können. Ja. Ja, ja, egal. Dann war es spannend. Ja, steigt die Spannung. Hust. Was werden wir tun? Dann werde ich ihn zerstören. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Wir müssen den noch mehr bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Gosche halten. So. Und jetzt, dann würde ich ganz kurz noch schnell meine ganzen Sachen verwerten. Was habe ich letztes Mal vergessen zu machen? Ah, und reparieren vielleicht noch? Ja, das mache ich dann gleich. Ja, das mache ich dann gleich. Oh, noch, warte ganz kurz. Eins weiter? Also, ja. Y. Ja. Tödliche Wiedergeburt. So, schon fertig. So, weiter geht's. Hier mit dem Rumgeplänkel mal fix machen. Jetzt müssen wir zum Bazar. Los gehen wir. Und handeln. Echt? Nö. Wir müssen jetzt die, Wie, was denn das? Gleich die, Typen da beschützen und so. Na dann. Nichts leichter als das. Die werden jetzt auf der Karte markiert und wir müssen halt aufpassen, dass die da nicht von dem Ding getroffen werden. Ja, das sind ja Gegner. Und du selber auch nicht. Ja, die Gegner, die kannst, müssen wir halt noch weghauen. Ja, ja, das ist ja. Also da, wo die grünen Dinger sind, sollte man nicht drinstecken. Genau, und da sollte man auch gucken, dass die, Typen, wo wir beschützen wollen, dass die da nicht auch da reinlaufen, weißt Aha. du? Los, komm, wir holen die jetzt. Achso. Erstmal alle. Los, Flüchtlinge, kommt. Ich helfe euch. Ich bin so nett und so freundlich, weil ich euch helfen tue. Ablapap, du bist ein Egoist. Nee, hey, wir kriegen Geld dafür, ja? Achso. Kann schon sein, dass ich ein Egoist bin, ja. Ich mache es nur für die Kohle. Genau. Und Erfahrungspunkte. Wieso schubschen du eigentlich den Wagen da durch die Gegend? Ja, weil da auch sich welche verstecken. Aha. Der Rote, der ist gerade selber in Los, seiner. Komm. Ja, ich komm doch schon. Gibt's voll viel Geld. Echt? Boah, Respekt. Nee, da liegt noch mehr. Ja, da gibt's noch genug. Verbleibende Zeit? Und es geht nach Zeit, oder was? Ja, ja. Aber das ist normalerweise kein Problem. Ja, wo sind denn die Deppen, die wir da... Die siehst du auf der Karte. Die sind auf der Karte als diese gelben Pünktchen. Ah, hier. Okay. Die folgen uns quasi unauffällig dann. Ja, genau.
Gursche halten. Einer noch und dann haben wir alle. So. Ah ne, da vorne ist noch einer. Achtung, Explosion. Wo bist du denn? Da oben. Ah, ich kann nach unten. Wie so ein Depp. Ja, aber wenn der da in dem Ding drin steht, da. Los, komm. Ja, ich komme ja schon. Von wem werden wir eigentlich jetzt beschossen? Von Belial. Warum macht er das? Weil er uns töten will. Ist er doof? Ja. Scheint so. Ja. Kleiner Pisser. Ich bin der langsamste von allen, selbst die Mitläufer, die sind schneller wie ich. Die Mitläufer. Ja. Geht's ab. Cringe? Nö. Schon nicht. Brauche ich mal eine neue coole Waffe. Ja. So was Legendäres oder so. Ja. Ich habe ja vorhin was gedroppt, das war aber voll für den Arsch. Ich habe einen Gürtel gedroppt, der war cool. Echt? Ja. Ich nicht. Der macht, wenn ich. Eine Truhe öffnen, da habe ich 10 Sekunden lang 103% mehr Schaden. Das war cool. Achtung, Gift! Naja, da steht nicht drin. Das habe ich mir fast gedacht, dass das irgendwas Ekliges ist. Oh! Hä, der hat uns zu sich rangezogen. Das war sein Todesurteil. Ja. Da schießt der was mit mich. Das finde ich total unlustig. Der Typ ist weg. Oh, ein Level Up! Ja, schon lange nicht mehr. Sehr gut. Ich will nicht vom Gift getroffen werden. Vorstellen. Muss ja nicht reinlaufen, ne? Hey, wer schießt nach diesem Kugel? Die Zauberin. Das geht noch nicht. Gift, Gift, Gift. Ja, meine können das ab. Ich kann ja von hinten schießen. Was Blaues. Gleich nicht mehr. Aber die sind immer da. Ja, die sind immer. Immer da. Die droppen, glaube ich, voll den Scheiß, man. Ja, das ist ja nichts Neues. Halbrunde sind wir voll und jetzt kriegt der Belial auf die Schnauze. Richtig so. Aufs Maul. Macht mal einer das Loch auf? Ja, eben, wenn jemand mal das Loch aufmachen würde. Oh. So, jetzt kriegt er auf die Schnauze. Und dann sind wir hier... Dann ist der zweite Akt vorbei. Ah ja. Dann geht's in den dritten. Und wir sind dann fast 50. Naja. 45. Ja. Fast. Ist nicht fast. Aufrunden. Hast du in der Schule nicht aufgepasst, Kollege? Doch, hab ich, aber... Das ist Scheißdreck. Ah, Schule ist schon so lange her, ne? Ja, ein bisschen. Ja, was soll ich denn sagen? 45 Jahre. Was? Damals, als der Kaffee noch heiß war. Mach mich nicht älter, wie ich bin. Ich hab jetzt von mir geredet. Achso. Ach du. Wo du geboren worden bist, da hab ich schon fast selber Kinder gezeugt. Das stimmt nicht. Doch, vielleicht. Das passt schon ungefähr. Ja, jedes Mal muss ich in dieser Scheiße hier drin hocken. Ihr dumm Kack-Spinnenmenschen. Schlangenmenschen meint ihr. Ja, Spinnenschlangen. Ich werde nicht fallen. Diese Welt. Was soll das sein? Einhorn oder was? Das ist Belial. Hm. Aber das ist seine Schwachmatenform. Ja, so hat er noch einen. Guck mal, wie viel Leben der, wie schnell der seine Leben verliert. Und ja, der hat noch eine andere, die ist viel härter. Das macht er immer. Pisa, der Schiss hat. Er hat uns unterschätzt, der Lurch. Mhm. Ja, komm runter. Jetzt kommt seine richtige Freundin. Ah, ja. Oh, hallo. Aber der ist ja wieder voll. Ja. Hat er mich gerade weggeklopft? Ja, so ein bisschen.
Wie cool das auf der 3D, auf der Xbox aussieht. Auf dem PC siehst du nur von oben die Sicht. Ja. Ist ewig cool. Aber so leicht ist der gar nicht. Nee, nee. Wahrscheinlich kloppt er mich gleich wieder weg. Ja, du musst aufpassen, wenn er dich trifft. Hier musst du aufpassen, bleib in Bewegung. Bleib nicht im Grün stehen, es macht so viel Aua. Ja, ich kann ja, aber ich muss mich ja, kann ja sonst nicht kämpfen. Ja, das ist egal, weich lieber aus, wie Schaden zu verteilen. Wenn er dich da ein paar Mal trifft, zwei, drei Mal, dann bist du weg. Seit wann ruft er dann noch Schlangen, Fuzis? Ja, egal. Pillepalle! Weil er weiß, dass er gleich aufs Maul kriegt. Soll ich mal hier ein bisschen Energie einsammeln? Ah, da ist ja schon fast kaputt. Ah ja. Mit sowas muss ich mich rumärgern. Grüne Scheiße, grüne Scheiße, grüne Scheiße. Ja. Du Luftpumpe! Ja, du Lurch! Ja, wie? Droppt da nichts? Doch, doch. Ah, wollte ich sagen. Sogar jede Menge. Oh, ein legendärer Brustschutz. Hast du? Ja. Ich nicht. Haben wir jetzt auch alles eingesammelt? Ja. Wenn nicht, hätten wir jetzt immer noch die Chance. Ah. Eine so große Rolle bei unserer Rettung spielt. Einst war Kull ein rastloser Feind der Hölle. Lasst uns aus seinem Leben lernen. Je länger wir gegen das Böse kämpfen, desto leichter fällt es ihm, unsere Herzen zu verderben. Da ist der Belial gefallen. Ja, der... Ich muss die Handlampe... Müssen wir mit Tyrael sprechen. Redet mit Tyrael im versteckten Lager. Heute ist ein guter Tag. Ihr habt dieses Land... Bla, bla, bla. Der Sünde ist ein hinterlistiger... Und da, wo eine Niederlage unseren Willen bringt... Du lernst schnell, Lea. Du musst jetzt... Aber bevor wir jetzt noch weitergehen, gehen wir erstmal noch schnell ein paar Bücher lesen. Na, mach mal das mal. Guck mal, die feiern uns. Ja, zu Recht. Weil wir voll gut sind. Ja, zu Recht. Ihr interessiert mich nicht, ich will nur die Bücher lesen. Müssen jetzt, glaube ich, 3 Stück oder so müssen jetzt rauskommen. Oh, ja. Ein paar mehr. War ein paar mehr. Ja, war ein bisschen viel, egal. Erfahrung und so. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit, bevor wir in den nächsten Akt aufbrechen. Oh, dann sind wir am dritten. Und Level 45. Ja, fast 46. Ich sehe keine Besserung in der Zeit. Geht nicht mehr lang. Ja. Dann quatschen wir jetzt mit dem Typ, der soll uns in den nächsten Akt bringen. Ja. Müssen wir eh wieder fast eine halbe Minute warten. Oh. Der dumme Kackbuhn. Kann ich mich ja noch schnell ausrüsten, wenn ich die richtige Taste gedrückt hätte. Scheiße. Da ist was. Das ist bestimmt gut. Ja. Ja. Oh ja, das ist gut. Sieht gut aus. Das ist grün oder was? Nee, das ist... Ja, nee, also die Rüstung an sich ist grün, ja. Aber in echt ist sie gar nicht grün. Ah, na dann. Habe ich noch irgendwas Cooles? Alles scheiße. Ja, so. Ich mach das. In der Pause. Immer noch 15 Sekunden warten, ernsthaft. Wieso braucht denn der da so lange? Dann gehe ich halt nochmal kurz verwerten. Ja. Müssen ja eh warten. Oh ja, jetzt 3, 2, 1, meins. Das ist die falsche Plattform. Ach so. Aber wir haben alle Quests abgeschlossen vom Akt 2. Geht das auch nicht, dass du alle Quests abschließt? Nein. Siehst du. Zwingend. Zwingend alle Quests abschließen. So, jetzt quatschen die wieder. Alles einfach nicht verstehen.
vergib mir, Onkel. Was ist es, das ich sehen sollte? Caldeum ist von Belial und seinem Blendwerk befreit. Es verbleibt nur noch Asmodan. Er schickt seine Armee aus, um uns aus dem Herzen des Ariad-Kraters anzugreifen. Die Bastion ist alles, was noch zwischen uns und dem sicheren Untergang steht. Ich werde nicht zulassen, dass sie fällt. So. Das war der kleine süße Asmodan, den wir da in der Sequenz gesehen haben. Der sieht schnuckelig aus. Der sieht cool aus, ja, aber er kann trotzdem nichts. Das wird bestimmt mein Freund. Er kann trotzdem nichts. Mehr Wut. Okay. Der schwarze Seelenstein wird wärmer. Er wird wärmer. Wir laufen im Kreis. Ja. Sie flüstern mir aus dem Inneren zu. So, dann machen wir hier mal wieder Feierabend. Genau. Und dann sehen wir uns morgen wieder, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Genau. Und tschüss. Ciao, ciao.